Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assetto Corsa. Wir schauen uns heute mal wieder eine Modification an und zwar ein sehr interessantes Projekt, nämlich den Henry Clay Motorsports Veloce GTS 8, der ein sehr interessantes Projekt ist, weil der ist 10 Jahre alt und sieht natürlich viel älter aus, aber ist, was viel wichtiger ist, ein Prototyp, das heißt ein Einzelstück, ein Unikat, den gibt es nur einmal und ich bin mir nicht sicher, ob der schon gebaut ist und existiert oder ob das Ganze nur am virtuellen Reißbrett stattfindet, denn Henry Clay Motorsports ist so ein Typ, der hat sich mit einem Autodesigner, ich fahre gerade schöne Autos lang, die werden wir gleich noch sehen, da, schon mal kleiner Vorgeschmack, der hat sich mit einem Autodesigner zusammengesetzt und der, die haben dieses Auto entworfen und der Modder, der das Ganze jetzt ins Spiel gebracht hat, der hatte den Auftrag, das 3D zu modellieren. Jetzt weiß ich halt, wie gesagt, nicht, ist es schon gebaut oder nicht, das ist auch jetzt gar nicht so wichtig, weil wir gucken uns erstmal dieses schöne Ding an. Wir dürfen ihn nämlich auch fahren hier in Assetto Corsa. Ist egal, ob der gebaut ist oder nicht in der echten Welt. Guck doch mal, wie geil der aussieht. Oh, und dann nochmal von hinten. Es sieht wirklich so aus wie ein Mix aus viel verschiedenen alten Klassiker und Sportwagen, hat sehr viele Elemente, hier zum Beispiel, das sieht so ein bisschen Corvette-mäßig aus, Heckleuchten und Auspuff, Opel GT-mäßig, vorne so ein bisschen Ferrari angehaucht und dann natürlich Targa-Look, also schon sehr, sehr geiles Design und auch von innen sieht der brachial gut aus, hier mal eben die 8 Tröten, die da rauskommen, wir haben hier einen L376 Chevrolet-Motor drin mit ca. 500 PS Power-Output und jetzt gehe ich mal eben in ein gescheiteres Field of View. Und dann tauchen wir hier durch die kleine Heckschürze ins Cockpit ein. Wir machen natürlich die App wieder aus. Bam! Sieht das nicht geil aus. Okay, das Knie klippt noch so ein bisschen durch das Tablet hier und ein paar andere Mäkel gibt es auch noch, aber guckt euch das doch mal an. Allein hier das Spiker-Dashboard, das Armaturenbrett. Ziemlich nice, sehr detailliert. Schöne Doppelnaht-Leder-Armaturenbrettbezüge und was es nicht alles sonst noch gibt. Sehr viele Details. Guck mal hier allein schon. Echte Sechskantschrauben. So, das ist doch eine M8, das sehe ich doch. Ja, die Sitze auch. Wirklich geil. Da war ich beim ersten Mal echt schon ein bisschen sprachlos und finde jetzt auch gar nicht die richtigen Worte, das alles so zu beschreiben. Da guckt doch mal einfach der Detailgrad. Ich bitte euch, das ist doch herrlich, herrlich, herrlich. Könnte vielleicht Zeug für einen offiziellen Content werden. Allerdings weiß man ja gar nicht, wie es da lizenzmäßig so aussieht, ob das überhaupt möglich ist. Schönes Ding auf jeden Fall. Wir werden den fahren. V8-Motor habe ich gerade schon gesagt. Wir gehen mal eben in die Box rein, denn dort finden wir unter anderem bei Generic den Engine Limiter. Den habe ich mal auf 106 geschraubt. Der steht Standard auf 100 und über 106 verursacht der Schaden, also dann nimmt der Motor Schaden. Deswegen würde ich es nicht machen, den kannst du auf 115 hochballern, wenn du mal auf den Dragstrip willst und danach die Karre general überholen wahrscheinlich. Ich habe auch mal hinten den Stabilisator, der steht standardmäßig auf 4, habe ich mal auf 2 gestellt, weil das Auto ist biestig ausgelegt, sage ich jetzt einfach mal. Der ist ziemlich driftfreudig, kleine Heckschleuder und auch schwer abzufangen, relativ spitz unterwegs, sage ich mal. Ich kann euch mal eben zeigen hier im Innenraum, wie das mit dem Lenkwinkel aussieht. Wenn wir nämlich zu weit lenken, ich weiß nicht, ob es gefixt wurde. Ne, da kommt das Rädchen durch. Seht ihr das? Könnt ihr euch vorstellen, was da passiert? Ne, der Einschlag wird immer größer und irgendwann stoßen wir durch die Karosserie. Ist natürlich in echt nicht möglich. Ich glaube so, das ist das Maximalste, was in echt geht. Und dann bist du hier, zack, so wird gerade ausgelenkt und das wäre der maximale Gegenlenkwinkel. So, und damit kannst du natürlich keine Drifts abfangen oder sonstiges. Deswegen kann ich schon verstehen, warum der Modder das ein bisschen großzügiger ausgelegt hat. Wir werden aber auch noch sehen, warum das wirklich sehr, sehr gut ist, weil, ja, spitze Karre. Wir starten aber direkt mal die Session neu und fangen hier einfach mal ein kleines, aber feines KI-Rennen gegen Supercars an. Hier ist alles dabei, was Rang und Namen hat. Und das Ganze findet auf Sanford statt. Machen wir eben die Apps an. Dann geht's los hier. Wir haben den Sound vom Ford GT40. Weil, sind wir mal ehrlich, ein Modder alleine kann ja nun mal nicht alles machen. Aber so geil wie das Assetto Corsa Forum ist, hat sich da schon jemand gefunden, der eventuell mal was Kleines zusammenbasteln möchte. Zumindest will er es mal versuchen und mal sehen, was dabei rauskommt. Macht euch da also auf Updates gefasst. Es ist gerade die Version 1.1. Ich habe die 1.0 gefahren, auch direkt, als es rausgekommen ist. Alter Schwede, die war noch ein Zacken biestiger. Das ist hier schon harmlos, was ihr hier gleich an Action sehen werdet. Aber erstmal geben wir der KI ein bisschen Zeit, um Holländisch zu lernen.
Ja, im Innenraum sieht man dann natürlich auch, trotz dieses Oldschool-Looks, moderne Elemente, moderne Knöpfe, Start-Stopp-Knopf sowieso. Ja, Start-Stopp-Knopf, genau. Ich bin gerade noch echt vorsichtig, aber ihr werdet sehen, dass der in sehr vielen Situationen, da ist er schon, sehr, sehr schnell kommt. Der Stabilisator macht echt schon so einiges aus, merke ich gerade. Viel, viel ruhiger, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber trotzdem noch sehr lebendig. Ah, jetzt werden erstmal hier die Corvettes nach hinten verwiesen. Ich finde, dass... Also den Leistungsverlauf des Motors ein bisschen komisch, muss ich sagen. Und passt auch nicht so ganz zum Auto. Weil der eine sehr lineare Kraftentfaltung hat. Und nicht irgendwie für einen V8 würde ich mir manchmal untenrum ein bisschen mehr Bums wünschen. Wenn du ein bisschen niedrig, tourig im dritten Gang aus manchen Kurven raus beschleunigst, da passiert einfach nicht viel. Wenn du dann aber im zweiten Gang, keine Ahnung, die 6.500, 7.000 Umdrehungen knackst, dann ist da auf einmal Alarm in der Bude. Kann aber natürlich auch, oder wird wahrscheinlich persönlicher Geschmack sein. Aber irgendwie, hätte ich es gerne ein bisschen anders. Aber gut, ist ja nicht mein Auto. Und kann man sich ja dran gewöhnen. Ja, ansonsten fährt er sich fahrwerkstechnisch aber auch sehr, sehr witzig. Dieses ständige Übersteuern ist natürlich lahm und langsam und schwierig zu kontrollieren. Ist ja nicht so, dass man es mit Absicht macht, weil man geil driften möchte, sondern hier, man bremst gerade in die Kurve ein mit ganz leichtem Lenkeinschlag und das Heck sagt trotzdem, hallo, Tachchen. Ja, ich habe erst gedacht, schmeißt du mal so die alten Karren in KI-Rennen. Bis mir dann klar wurde, nee, 10 Jahre alt, das ist ein modernes Auto im Kleid eines alten Autos. Ja, mit mittelaltem Fahrwerk oder so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist halt super spitz. Boah, was der Ruf da einfach nach vorne marschiert. Was für eine geile Strecke Sanford einfach ist. Boah. Wie weich so ein SLS AMG im Vergleich dazu abgestimmt ist. Da, guck mal, da hatte ich Bedürfnis, in den ersten Gang zu schalten, weil ich gedacht habe, oh, da kommt nichts. Das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Es kann nicht sein, kann natürlich sein, aber es ist doch ein V8-Motor. Naja, wenn der halt ein bisschen mehr so auf Renntrim gemacht ist, dann macht es natürlich auch Sinn. Und ist schon geil zu fahren. Gerade diese spitze, lebendige fordert ein bisschen Konzentration. Aber habt ihr gesehen, ne? Gerade schon wieder zweiter Gang rausgefahren. Fühlt sich langsam an. Ich kann da auch Vollgas drauflatschen und muss erst
ja, gegen 6.000, 7.000 Touren das Gas dosieren. Und dann bist du ja schon am Kurvenausgang, wo man eigentlich ja schon Stabilität von anderen Fahrzeugen gewohnt sind, die dann vielleicht aufgrund mehr Newtonmeter im unteren Drehzahlbereich schon in der Mitte der Kurve anfangen zu übersteuern. Und die kann man dann da schon auskorrigieren und dann ist man am Ausgang der Kurve vielleicht schon wieder gerade und kann da Volldampf geben. Hier fühlt sich das alles ein bisschen andersrum an. Da bist du, bis die Kurve komplett vorbei ist und noch ein Stück weiter, die ganze Zeit am Korrigieren. Aber es macht ja auch Spaß, da haben wir was zu tun, ist doch super. Natürlich wie immer handgeschaltet, handgewaltet, ohne Fahrhilfen, ohne alles, ne, gar nicht ABS hat er an. Aber keine Traktionskontrolle, keine Stabilitätskontrolle oder so ein Gedöns. Ja, und diese kleinen Lenkbewegungen, die ihr am virtuellen Lenkrad seht, das sind original meine Lenkbewegungen. Hier braucht's nicht viel, der hat eine sehr direkte Lenkung auch. Das ist mir direkt am Anfang aufgefallen und wollte ich eigentlich auch direkt am Anfang gesagt haben, naja. Habt ihr bestimmt schon gemerkt mittlerweile. Ah, guck mal, habt ihr gesehen, da geht gar nichts bei 80 im dritten Gang. Ich will da keine schlechte Modphysik unterstellen oder sonstiges, ich wundere mich einfach nur über den Drehmomentverlauf des Motors. Wenn man den Winkel dann trifft, ist es auch wiederum sehr geil, den so ganz leicht übersteuernd rauszuzirkeln aus der Kurve. Das deutsche Duell, wer wird gewinnen? Mercedes oder Audi? Oder ist es der Underdog aus den USA? Das war knapp. Oh, geile Rennaction aber mit der KI. Die ist nicht die schnellste. Aber es sind viele What the fuck Momente weniger. Gehen recht gut aufeinander ein und gehen sich nicht auf den Sack, sondern ja, bekämpfen sich sogar ein bisschen. Ist natürlich nicht perfekt, auf keinen Fall. Aber es wird besser. Und man muss ja auch bedenken, es entwickelt sich stetig weiter. Das ist die erste KI, die Kuno-Simulation jemals auf die Beine gestellt hat. Das heißt, sämtliche Sim-Erfahrungen, die sie gesammelt haben, ist hier quasi nicht anwendbar. Es muss alles neu erlernt werden. Knappe Sache und hier steigt er voll auf die Bremse. Wir zerknittern ihm seine schöne Heckstoßstange. Das ist ja kacke.
Karre hat übrigens 3 Level of Detail Stufen. 3 Lots. Ist also auch, ja, Multiplayer-freundlich. Man kann da mit mehreren Karren von dieser Sorte rumcruisen, ohne jetzt Performance-Probleme befürchten zu müssen. Schon eine sehr, sehr gute Sache. Hat Licht hier auch, Instrumentenbeleuchtung und so. Ah ja, Licht geht auch. Ich glaube, man kann die Übersetzung nicht einstellen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, sonst hätte ich das schon längst getan. Falls ihr schon seit 13 Minuten euren Bildschirm anschreibt. Stell dir mal die Übersetzung ein! Auch der Gegenpendler kommt schneller als man denkt. So, was machen wir jetzt hier? Der geht jetzt nochmal auf die Bremse. Können wir da irgendwie klug sein? Der geht natürlich jetzt auch nochmal auf die Bremse. Und wir sind gefährlich nahe am Abflug hier. Brrr. Ah, macht das Laune aber auch. Unbedingte Download-Empfehlung. Link natürlich in der Beschreibung. Ja, und wie gesagt, einfach mal bei Race Department oder im Assetto Corsa Forum immer wieder im Auge behalten. 12. Platz. Ja, wer weiß, wie oft da Updates kommen und was da noch alles verändert wird. Also, ich sag danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Danke für den Mod. Ey, ziemlich geil, was da immer so rauskommt, und da ist noch mehr im Petto, das sage ich euch. Ich habe noch so ein paar schöne Schätzchen runtergeladen, die kommen die Tage irgendwann auch mal im Video. Und ja, Neues aus der Modding-Szene, ich liebe es. So, bis zur nächsten Folge, wir sehen uns und ja, danke fürs Zusehen, macht's gut, tschüss!